hier unter uns. So today, Sylvia would like to thank the Lord and praise the Lord for the wonders the Lord has done in her life. Und heute möchte sie Sylvia den Herrn danken und ihn preisen für das Wunderbare, was er in ihrem Leben getan hat. And give him glory. Um ihm die Ehre zu geben. Because it is he who worked in her life. Weil es ist er, der in ihrem Leben gewirkt hat. Let us listen to her. Hören wir einmal zu. Speak little English, translate it. You can translate it just like that. Mm-hmm. 2008 wurde bei mir Blutkrebs diagnostiziert. In the year 2008, I got blood cancer. 2009 wurde eine Chemotherapie gemacht. Then 2009 Chemotherapie started. Und danach hatte ich bis vergangenes Jahr Ruhe. And after that, till last year, it was very calm. Also Gott war noch nicht fertig mit mir. But God has not finished yet with me. Er wollte sich ganz verherrlichen. He wanted to glorify himself. Ich habe vom vergangenen Jahr Mai bis dieses Jahr Mai eine Chemotherapie gehabt. Again, I had a chemotherapy from last year May till this year May. Kleine Korrektur, es war bis November die vergangenen Jahres. Till November 23. Und ich habe den Herrn nie darum gebeten, konkret mich am Körper zu heilen. I was not especially asking for healing on my body, the Lord. Sondern meine Seele. I was every time I was asking to heal my soul. Und dann hat er das größte Wunder eigentlich getan. But then he did the greatest miracle. Er hat nicht nur meine Seele geheilt, sondern meinen Körper. He was healing my soul and my body. Und ich habe Erlebnisse gehabt und drei ganz kurz möchte ich davon erzählen. I had so many experiences and I just want to share three with you. Ich habe die Macht des Gebetes erfahren dürfen. I experienced the power of the prayer. Und den Glauben von so vielen Menschen. And the faith of so many people. Der erste war Pater Joseph. The first person praying for me was Father Joseph. Der kurz bevor er gestorben ist, gesagt hat, und sie wird Zeugnis geben eines Tages von ihrer Heilung. And just before he died last year, he was telling, and she will give testimony about her healing one day. Und bei einer Segnung, die er noch, ich glaube, beim vorletzten Mal getan hat, mit der Blutreliquie des heiligen Johannes Paul. One time he was blessing with the blood relic of John Paul II. Hörte ich ganz klar und deutlich beim Segnen auf Deutsch die Worte, dies ist ein Heilungssegen. And then I heard in very clear voice, this is the blessing for healing. I heard it in German, but Father Joseph cannot speak German. Genau. Und ich habe gesagt, und das nehme ich an. And I said, yes. Als der Barmherzigkeitssonntag dieses Jahr war, denn this year, that was the Divine Mercy Sunday, musste ich im Krankenhaus sein, auf der onkologischen Station. I was in hospital. Und da geschah eigentlich etwas ganz Wunderbares. There, something great was happening. Pater Jones und Katharina kamen ins Krankenhaus zu mir. Pater Jones and my sister were visiting me. Ich hatte den Herrn vorher gebeten, mich nicht alleine zu lassen, gerade am Barmherzigkeitssonntag. Deeply I ask the Lord not to let me alone just on this Divine Mercy Sunday. Und er war wirklich da. And then he was there. Und als Pater Jones mir die Hände zum Segnen aufgelegt hat, then Pater Jones was laying hands over me for blessing and praying. Den genauen Wortlaut kann ich nicht wiedergeben, aber es war, dass er gesagt hat, so wie hier auch, durch meine Hände, und an meine Hände sind die Hände Jesus, und sie segnen dich jetzt und heilen dich. He was praying through my hands, Jesus will bless you and heal you. Vor ungefähr zwei Wochen habe ich nach vier verschiedenen Versuchen,
vergeblichen Versuchen die Abschlussuntersuchung gab. And 2 weeks ago I had my last examination. Und nach ein paar Tagen habe ich erfahren, dass ich frei bin vom Krebs. And few days later I got the result that I am free from cancer. Der Oberarzt der Onkologie hat zu mir gesagt, als ich mit ihm sprach. And then the doctor told me. Ich sage Ihnen es ehrlich, ich habe nicht geglaubt, dass das Ergebnis gut sein würde. He told me I did not think about that the result would be a good result. Und da habe ich zu ihm gesagt, es gibt einen Chef über Ihnen, der hat ja gesagt. And then I told him there is another doctor, a chef doctor over you, and he said yes to me. Er hat zu mir gesagt, Sie haben vollkommen recht. And then the doctor said, yes, you are right. Gott hat ein viel größeres Werk getan an mir, als ich mir das hätte vorstellen können. God was doing much greater work that I could not imagine. Und ich bin von einem Feind des Kreuzes in einen Freund verwandelt worden. And further times I was enemy of the cross. And now I'm a friend of the cross. Und ich habe nicht gewusst, vorher nicht gewusst, dass man keine Angst vor dem Leiden haben muss. And I did not know that you must not have fear for suffering. Weil Jesus war immer bei mir. Because Jesus was with me all the time. Dank sei ihm. Praise the Lord. Anybody would like to share? You can come. Ich lade euch jetzt ein, wenn jemand noch etwas sagen möchte von dem, was ihm widerfahren ist, soll ich jetzt eben nach vorne kommen und das in kurzen Sätzen sagen. Oh, any word of God touched. Mm-hmm. Wenn jemand von einem Wort Gottes berührt worden ist oder Gott wirkt auf so vielfältige Weise und wir können ihm durch unser Zeugnis die Ehre geben. Kurz, ja? Ja, kurz. Ich fasse. So, ich werde mich jetzt ganz kurz fassen. Es geht um meinen Sohn, der. It's because of my son. So, das ist eine lange Geschichte. Und der war so schlimm dran, dass er zu Dialyse, er wollte nicht gehen. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, he had kidney problems, was soll ich jetzt machen? Dein Wille geschehe, kann ihm nicht zwingen. But he don't want to. Gut, dann kam er auch hin. Und das ging ja so ein Jahr, wo ich wirklich gedacht habe, ich habe auch hier in der Kapelle, ich habe aber nicht gebetet, er soll ihm gesund machen. Ich habe immer gesagt, lieber Gott, dein Wille geschehe. Hier in front of the address, als Mutter ist man natürlich. Und dann war ich in der Kapelle nachts zum Anbetung, in the night, als ich aus dem Krankenhaus kam. Da waren Kerzen, Heiland und Kerzen. Und die rechte Kerze, auf einmal ging ein Licht von der Sprang an der Seite. Und ich habe gedacht, da ist ein Funken rüber. Und da ging das bis zur Hälfte und dann fiel das Licht. Das hat richtigen Knall gegeben. And then there was a miracle with the spark candle, the light went up, and then das it went down, and then there was a loud noise. Und am nächsten Morgen haben wir so nichts dabei gedacht. Am nächsten Morgen habe ich mir die Kerze angeguckt, da war aber keine Brandspur. Wer Kerzen lösen, wie es auch gelöst. Next morning I went to this candle, but I could not see anything. Ja, und dann hat das ein Jahr gedauert, dann habe ich einen Traum gehabt mit Heiligen Josef. Then 1 year later, I had a dream with St. Joseph. Und dann hatte ich überlegt, welche Novene soll ich 30-tägige Andacht und die Mutter Gottes oder ach, Heiliger Josef. Da habe ich einen Traum gehabt. Und ich habe das immer mit meinem Sohn verbunden, dass ihm was passieren wird.
this dream yeah. with St. Joseph. I connected to my son and I was thinking something would happen to him. Als ich die Novene zu Ende hatte, hatte mein Sohn Arbeit bekommen. Er konnte trotz Dialyse arbeiten gehen. And after this Novena, to St. Joseph, my son got to work. Eine Woche später ist mein Bruder in Wien verstorben und wir waren sehr verbunden. One week later, my brother died in Vienna. Dann hatte ich einen Traum, da habe ich gedacht, was, ich kann damit nichts anfangen. Dann habe ich eine Bibel und eine Schere gezogen, da stand, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Und deine Wege sind nicht meine Wege. Ich habe immer verbunden, mein Sohn, ich habe mit dem Tod gerechnet, aber da ist war nicht. Und dann habe ich nochmal eine Bibel gezogen und habe gesagt, damit kann ich nichts anfangen. Und dann habe ich gewusst, was der Herr damit gemeint hat. Mein Sohn, trotz Dialyse, ist er arbeitsfähig, dem geht es soweit ganz gut. Und mein Bruder ist aber gestorben, weil er mir sehr am Herzen lag. Also das ist wirklich, wenn wir eine Bibelstelle ziehen, dann hat das was zu bedeuten, auch wenn wir es nicht verstehen. Und das erfahren wir irgendwann. And then I got the word of God, my ways are not your ways and my thinking is not your thinking. Das ist ja heute gewesen, oder Kirsten war das, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. I saw that in case of my son, that he got healed and can work in spite of his kidney problems. And my brother, who was very near to me, he died. And so I understood this word of God in this way. Und obwohl, dass wir sehr verbunden waren, aber ich habe ja wohl klar, Bruder ist verstorben, aber ich bin auch glücklich, wenn ich weiß, dass er im Himmel ist. Yeah. Weil der Herr mir das gezeigt hat. Das ist jetzt eine lange Geschichte, wenn ich das erzählen würde. Okay. Gut. Bitte. Ganz kurz. Ich bin die Schwester von Silvia Maria und ihre Heilung ist gleichzeitig auch meine Heilung gewesen. Ich bin nicht am Körper krank gewesen, aber ich habe ihre erste Krankheit mitgemacht und das war für mich eine große Herausforderung, weil ein paar Jahre davor ist unser Schwester wirklich verunglückt und das Einzige, was ich sagen konnte, war, Herr, nimm mir nicht auch noch meine Schwester. Und wir sind lange durch diese Krankheit gegangen und als ich jetzt wieder diese Krankheit hatte, habe ich gemerkt, dass ich kein Vertrauen zu Jesus habe. Und durch diese ganzen Exerzitien, die wir jeden Monat machen, habe ich immer diesen Satz gehabt, Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue auf dich. Und dann, ich bin Katharina von Jesus und da ist alles möglich. Jesus hat mir alles geschenkt, er hat mir ein großes Vertrauen geschenkt und somit ist ihre Heilung auch meine Heilung gewesen. This was a testimony of the sister of Silvia Maria, and she told that the healing of Silvia Maria was also her healing, because years ago she lost her brother, and when her sister was very ill, she was very afraid, and she was a little bit angry with God, and told him, when you took my brother, I don't want you to take also my sister. But she has no trust in the Lord. There was no trust in her to trust the Lord. But through all the seminaries here in this house and through all the prayer meetings, she learned really to pray from her heart, Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. And so during this time, she got again the trust in the Lord, and that was her healing. Yeah. Therefore, adoration, we are the ones who stay here for adoration. Okay. Ich soll noch eben sagen, wenn jemand spürt, dass er eine Zeit hier vor dem Allerheiligsten verbringen möchte, das Haus ist offen für jeden, der kommt. Der Herr wartet auf euch und vor allen Dingen auch, wenn ihr mal eine Zeit in der Nacht ausgiebig beim Herrn sein könnt, hier auf der Etage, wo die Kapelle ist, sind auch einfache Übernachtungsmöglichkeiten. Und die Mariza, die eben Zeugnis gegeben hat, die hat eben auch immer in der Nacht für ihren Sohn gebetet. Und sie ist eine derjenigen, die immer in der Nacht hier hinkommt, fortwährend zu beten. Ja, alle, die hier im Haus wohnen, nehmen auch an der Anbetung teil.
Und dann soll ich noch eben sagen, für morgen, morgen ist der Zeitplan ein bisschen anders als sonst. Wir fangen morgen um 9 Uhr an mit dem Rosenkranz. Um 9:30 ist Lobpreis. Dann ist um 10 Uhr der Vortrag. Nach dem Vortrag ist eine kleine Pause. Wir gehen dann um 11:30 in die Pfarrei zur Messe. Pater Johns wird dort mitkonzelebrieren. Danach ist hier das Mittagessen und dann geht es um 11:30 schon weiter, wieder mit Lobpreis, 2 Uhr Vortrag, 3 Uhr Barmherzigkeitsrosenkranz, Heilungsgebet. Und da das Flugzeug nicht wartet, müssen wir ganz pünktlich um 4 Uhr Schluss machen. Das ist der